Frau Schuldirektorin, lieber Claudius Ganschig, liebe Schülerinnen und Schüler, meine Damen und Herren. Ja, ich dachte, ich rede mal über den Ausstieg von Atom und Kohle und dann auch so ein bisschen die politische und technologische Umrahmung dazu. Aber ich will erst mal anfangen mit einer fröhlichen Botschaft aus den USA. Ich habe 6 Jahre meines Lebens in den USA verbracht, kenne furchtbar viele Amerikaner, habe da gute Freunde. Trotzdem wird das Ende dieses Vortrags Ihnen Amerika kritisch vorkommen. Aber ich kenne so gute Amerikaner, die das genauso sagen würden, nur dort sich vielleicht nicht trauen, es zu sagen, dass ich ja kein schlechtes Gewissen habe. Und jedenfalls, in den USA hat man lange Zeit über Deutschland gespottet. Da hieß es also, Deutschland ist aus. Da kann man nicht mehr investieren, die sind verkrustet, sind überhaupt nicht mitgekommen in der Welt und so. Jetzt hat sich das verändert. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Aussagen. Erstens, wir glauben noch an Ingenieure. In Amerika ist das nicht mehr. Das ist diese Geschichte. Bob Lutz, das ist so der Grand Old Man der Autostadt Detroit, war ewige Zeiten Vizepräsident von General Motors. Jetzt ist er im Ruhestand, ist schon über 80 und hat ein schönes neues Buch geschrieben, Car Guys and Bean Counters. In Deutsch würde man sagen, Ingenieure und Erbsenzähler. Und seine Hauptaussage ist, Amerika ist ruiniert worden oder der amerikanische Wirtschaftsabschwung war proportional zum Anstieg der MBA-Absolventen. Und er sagt, die müssen man eigentlich alle rausschmeißen. Und stattdessen die Ingenieure wieder ans Ruder lassen. Und die Deutschen machen das und deswegen geht es ihnen gut. Das ist natürlich eine etwas vereinfachte Sicht, aber vieles davon ist richtig. Und dann, Time Magazine hat, jetzt ein halbes Jahr her, einen interessanten Bericht geschrieben, How Germany became the China of Europe. China ist das letzte Land, vor dem die Amerikaner wirklich gerade noch Respekt haben. Das heißt, diese Aussage heißt Respekt vor den Deutschen. Und was meinen Sie damit? Na ja, also unser Exportanteil ist rascher gestiegen als der der Chinesen. Während in Kanada, Frankreich und auch in den USA ist er eigentlich runtergegangen oder stagniert. Und während in praktisch allen anderen OECD-Ländern, in reichen Industrieländern, die Arbeitslosigkeit Zahlen zugenommen haben, haben sie in Deutschland abgenommen während dieser Finanzkrise. Und dann kommen ein paar Begründungen. Ungefähr 50-50 Wirtschaft und Politik. Nun, also wir haben noch langfristig denkende Familienunternehmen. Ich habe kürzlich bei der Firma Bosch mit dem Vertreter der Familie Bosch im Aufsichtsrat geredet. Und da wurde mir ganz klar, ja, die denken einfach 50 Jahre Horizont oder 60 oder so. Und das ist das patentintensivste Großunternehmen des europäischen Kontinents. Und das vergleicht man dann mit diesen Shareholder-Value-getriebenen amerikanischen Unternehmen, die immer ganz schnell Kasse machen müssen und darüber die Innovation vergessen. Oder dann eben hohe Qualität statt Billigprodukte. Das ist ja vernünftig. Das ist die Leistung der Wirtschaft. Aber dann eben auch politische Geschichten. Und ich habe das nach den politischen Farben eingefärbt. Ich habe gesucht mit der Lupe in dem Artikel nach einem Lob für Schwarz-Gelb. Hätte ich sehr gerne untergebracht, kam aber keins. Dagegen für das, was Rot-Grün geleistet hat, eine ganze Menge. Zum Beispiel das, was uns natürlich sehr geschmerzt hat, die unter dem Namen Hartz IV bekannten Reformen. Aber davor war einfach die Sache so, dass wenn jemand keine Arbeit hatte, hat er auch gar keinen Anreiz, Arbeit zu übernehmen. Es sei denn, es wäre ein königliches Angebot gewesen. Aber königliche Angebote sind relativ selten. Das heißt, also die Leute hatten das Gefühl, ja, also arbeitslos mit Wohngeld und Arbeitslosengeld und was es so alles gibt, davon können wir unsere Familie besser ernähren als von irgendeinem Job, der uns gar nicht besonders schmeckt. Das war die Motivlage. Und das ist unter Schröder korrigiert worden mit Riesenschmerzen, insbesondere für die SPD, denn unsere Klientel mag das natürlich nicht gerne. Kann man auch gut verstehen. Aber es war trotzdem richtig.
und dann das Kurzarbeitergeld. Als in Amerika und in Deutschland die Aufträge wegbrachen wegen der Finanzkrise und allgemein mieser Stimmung in der Wirtschaft, da mussten die in Amerika praktisch alle ihre guten Leute entlassen und wir haben sie gehalten mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes. Und als nach anderthalb Jahren oder so die Aufträge wieder da waren, haben die Deutschen richtig sofort volle Pulle losgelegt und haben unglaubliche Exporterfolge gehabt, während die Amerikaner erstmal ein halbes bis ganzes Jahr wieder rekrutieren mussten. Und ich habe hier den roten Teil etwas größer geschrieben als den schwarzen, weil es im Grunde die SPD-Beteiligten an der Koalition gegen die Schwarzen durchgesetzt haben. Aber die Schwarzen haben am Ende doch mitgemacht. Und das war gut so. Und dann eben Spitze bei grünen Technologien. Das haben inzwischen die Amerikaner begriffen, die sonst mit Öko nichts am Hut haben. Aber sie haben gemerkt, wirtschaftspolitisch war das eine ungeheuer vernünftige Geschichte. Dann Dinge, die zwischen Politik und Wirtschaft liegen, also Berufsbildung, das kennen wir alle, Betonung der Industrie, das ist sehr wichtig. Die Engländer haben in den 80er Jahren unter Maggie Thatcher gesagt, also die Renditen bei Industrie sind nicht gut genug, das lassen wir einfach nach Japan und China auswandern. Wir machen jetzt Financial Industry und das hat viele, viel höhere Profitraten. Und jetzt sitzen sie da und haben ihre Industrie verloren. Jetzt fangen sie mühsam an, wieder das langsam aufzubauen, was wir noch haben und wir auf höchster Qualität. Und dann haben wir die asiatischen Märkte früh entdeckt. Also gut, das war jetzt so ein Kurzdurchgang. Deutschland ist unter den 5 weltweit erfolgreichsten Wirtschaftsnationen heute. Also dazu gehört China, Indien, Brasilien, Türkei und Deutschland. Nur in 4 von denen herrscht Optimismus, in einem herrscht Pessimismus. Ratet mal, wo. Das heißt, ich sage das auch ganz ausdrücklich mit der pädagogischen Absicht, ein bisschen mehr Optimismus ins Land zu bringen. Das brauchen wir. Aber Optimismus heißt natürlich nicht, sich selber anschwindeln. Das ist falsch. Also zum Beispiel in Amerika ist Optimismus patriotische Pflicht. Und das hat dann auch zum Beispiel die Ratingagenturen erfasst, deren Berufspflicht eigentlich der Pessimismus ist. Das heißt also, ich bin nicht für Dummheit und Schwindel, aber für ein gesundes Maß von Selbstbewusstsein. Nun, also zu den ökologischen Problemen. Das sind einige große Probleme und nicht alles optimistisch Stimmende. Also, seit Fukushima wissen wir, die Atomenergie ist keine vernünftige Antwort mehr. Man hätte dann immer noch darüber reden können, wie schnell das alles gehen muss. Vielleicht ist das nicht optimal geschehen, aber die Grundrichtung ist goldrichtig gewesen. Ich war vor 14 Tagen wieder in Japan und das sehen inzwischen auch die Japaner so. Aber deswegen jetzt zurück zur Kohle. Ja, ich meine, das Peinliche ist, dass das ja geschieht. Im Moment wird so viel Kohlekraft dazu gebaut, wie Kernkraft abgebaut wird. Das wird nur nicht gesagt. Man macht dem Volk vor, als gehe es in der Energiepolitik heute ausschließlich um den Seewind auf der Nordsee und die Leitungen des dieses Stromes von Norddeutschland nach Süddeutschland und die bösen Bürger haben was gegen diese Leitungen und das sei das eigentliche energiepolitische Problem. Und ganz im Stillen bauen sie lauter Kohlekraftwerke. Das ist ein Schwindel. Das ist falsch. Na gut, also es wäre Wahnsinn. Denn die Klimasituation ist alles andere als beruhigend. Also jetzt sieht man wieder die Überschwemmungen in Thailand oder den Hurrikan in Mexiko und was es so alles gibt. Aber letztes Jahr war noch viel schlimmer. Da war ein Gebiet größer als Nordrhein-Westfalen unter Wasser vom Indus. Und ein Gebiet von ähnlicher Größenordnung in Russland, hat gebrannt. Stellt euch mal vor, als ich ein Kind war, jemand behauptet, in Russland brennt es. Dann hätte man gedacht, naja, vielleicht ist ein Krieg da. Aber dass es aus Wettergründen dort brennt, hätte wirklich keiner prognostiziert. Heute ist das so. Ach so, Moment. Und das eigentlich Beunruhigende ist ganz rechts oben. Davon stand fast nichts in der Presse.
Das ist ein Eisberg von 260 Quadratkilometern, einfach mechanisch von Grönland abgebrochen und dann im Laufe der Zeit tatsächlich aufgelöst. Und das ist ein Indiz dafür, dass wir zurzeit das Grönlandeis destabilisieren. Übrigens ganz analog das die westantarktische Eisplatte. Aber da ihr hierüber einen eigenen Vortrag gehabt habt, brauche ich das jetzt nicht weiter zu vertiefen. Aber was meistens in diesen Vorträgen nicht gesagt wird, ist, dass es die sogenannten nicht-lineare Prozesse gibt, plötzliche Prozesse, also nicht kontinuierliche. Vor 7800 Jahren war über dem, was wir heute Labrador und die Hudson Bay nennen, ein Eisgebirge von der Volumenmächtigkeit des Grönlandeises. Und das ist in kürzester Zeit ins Meer gerutscht. Hat es wahrscheinlich irgendwo Risse gegeben. Meine, damals gab es noch keine Pressefotografen, die das hätten knipsen können, aber sonst hätten wir das alles genau dokumentiert. Heute wissen wir bloß, das kann man an den englischen Steilküsten nachmessen, der Michael Tooley, der das geschrieben hat in Nature, der hat das genau dort gemacht, dass also in kürzester Zeit der Meeresspiegel um 7 bis 8 Meter angestiegen ist. Das ist ein Riesendrama. Und die Wachstumszonen in Asien, da wo wir unsere großen Exporterfolge feiern, das liegt doch alles am Meer. Aber auch in Deutschland liegt einiges am Meer. Und in den Niederlanden und in Florida und in Ägypten und wo immer man hinguckt. Also ich behaupte, die Destabilisierung polarer Eismassen wäre noch um ein Vielfaches schlimmer als Fukushima. Und das meine ich jetzt nicht als Zynismus. Und die Frage ist, warum geschieht so wenig? René Röspel hat gerade die Begründung gegeben, das ist diese Kurve. Die sogenannte Kuznets-Kurve der lokalen Verschmutzung. Die ist ungeheuer verführerisch. Die lautet nämlich, die Länder fangen an, arm und sauber. Dann kommt die große Industrialisierung, wo dieser geografische Raum ja kräftig mit dabei war. Und dann, so nach 50 Jahren Industrialisierung, ist man reich und schmutzig. Und irgendwann kommt ein Willy Brandt und sagt, wir brauchen wieder blauen Himmel über der Ruhr und das Land ist reich. Und dann kann man sich den teuren Umweltschutz leisten und dann endet man reich und sauber. Ein wunderbar harmonisches Bild. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass bei diesen Klimakonferenzen, dann trifft man da auf Leute aus Nicaragua oder Kamerun oder Bangladesch oder irgendwo und dann sagen die einem, ja, an sich würden wir ja ganz gerne beim Klimaschutz mitmachen, aber das machen wir doch erst, wenn wir reich sind. Wir sind doch noch nicht mal reich und schmutzig. Wie sollen wir dann jetzt schon was zum Klimaschutz beitragen? Das geht doch gar nicht. Das ist die Tragödie. Und es kommt noch schlimmer, denn bisher ist die CO2-Intensität einer der zuverlässigsten Messwerte für ökonomische Aktivität, für Bruttosozialprodukt pro Kopf. Und solange das so ist, sagt sich natürlich jeder, ja, also wollen wir Klimaschutz machen und auf Wohlstand verzichten oder wollen wir Wohlstand machen und auf Klimaschutz verzichten? Denn was Drittes gibt es ja offenbar nicht. Das heißt, was wir machen müssen, jetzt ist jetzt erstmal diese Kuznets-Kurve der CO2-Vermeidung herzustellen. Das ist noch gar nicht da. Und zwar reich und CO2-arm. Nicht arm und CO2-arm. Das ist trivial. Reich und CO2-arm. Das ist die Aufgabe. Eine riesige Aufgabe. Und das ist immer noch nicht gut genug, denn wenn jetzt erstmal 5 bis 6 Milliarden Menschen in den Entwicklungsländern, die im Moment da links unten sind, nach rechts oben wandern und CO2-intensiv wirtschaften, dann ist es zu spät für das Grönlandeis. Dann ist die Destabilisierung vorprogrammiert, da können wir nichts mehr machen. Egal, was wir in unserer Familie klimafreundlich im Einzelfall machen. Also, wir müssen zusätzlich die Entwicklungsländer veranlassen und ihnen dabei finanziell und technologisch helfen,
durch diese gedachte Kurve durchzutunneln. Das sind also zwei ganz verschiedene Aufgaben. Erstmal die Kurve herzustellen und zweitens die Entwicklungsländer dazu verleiten, da durchzutunneln. Nur es geht niemand in einen Tunnel, ohne dass er weiß, dass Licht am Ende des Tunnels ist. Das wissen wir doch alle. Das heißt, unsere Aufgabe besteht darin, dieses Licht anzuzünden, zu zeigen, das geht, das ist machbar. Und solange wir das nicht geschafft haben, haben wir mit den Entwicklungsländern keine Chance. Die Lösung kann eigentlich nur sein, Claudius, das ist ein Stück Weltinnenpolitik, einer weltweiten Einigung auf pro Kopf gleiche Emissionsrechte. Das heißt, dass wir als Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kein höheres Emissionsrecht haben, zunächst mal, als ein Mensch in Kamerun oder Bangladesch oder China. Das heißt, wir müssen shopping gehen nach Indien und all diesen Ländern, um Emissionsrechte einzukaufen. Das hat den riesigen Vorteil, dass es plötzlich für einen Investor in Indien eine ernsthafte Überlegung ist, ein geplantes Kohlekraftwerk nicht zu bauen, sondern stattdessen die Lizenzen an die Deutschen zu verkaufen. Oder an die Amerikaner oder Norweger, egal. Heute ist der Bau eines neuen Kohlekraftwerks in Indien eine Lizenz zum Gelddrucken und wird deswegen ohne Ende gemacht. Die Frage ist lediglich, wo kriegen wir gerade mal das Kapital her? Aber diese Frage ist bei lukrativen Geschichten immer ganz schnell gelöst. Diese Logik müssen wir durchbrechen. Das heißt es ja, dass man den Entwicklungsländern einen Pfad weist, horizontal statt schräg nach oben sich zu entwickeln. Ja, gleich viel Wohlstand. Also das ist die eigentliche Aufgabe. Ich war sehr beeindruckt davon, wie Frau Dr. Merkel, damals Kanzlerin der Schwarz-Roten Koalition, kurz nach dem Gipfel von Heiligendamm, wo sie ja auch Manmohan Singh aus Indien eingeladen hatte, nach Japan fuhr und dort genau diese Einsicht, die in Heiligendamm natürlich Tagesgespräch war, vertreten hat. Die Japaner waren beeindruckt. Dann ist sie nachher noch nach Neu-Delhi gefahren und hat genau das Gleiche gesagt. Leider ist diese Wahrheit aus ihrer Rhetorik inzwischen verschwunden. Ich weiß nicht, ob das im Koalitionspartner liegt. Und dann gibt es noch einen ehrgeizigeren Ansatz, nämlich der Budgetansatz vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, der sagt, jedes Land hat ein pro Kopf gleiches Budget. Und die alten Industrieländer haben ihr Budget eigentlich schon aufgebraucht. Und deswegen müssen wir erst recht einkaufen. Das ist übrigens der vermutlich einzig realistische Ansatz, der auch die Chinesen aufs Boot holt. Die Inder, die sind auch schon bei dem Schwächeren mit dabei. Die Chinesen sagen, nee, das können wir nicht machen, denn wir sind ja gerade erst am Anfang. Und dieser Budgetansatz andererseits, der ist so teuer für uns, dass er in Deutschland nicht durchsetzbar sein wird, trotz WWGU-Gutachten. Also es geht da einfach ein bisschen weit. Jetzt ist die Frage, wer macht denn mit, wenn wir sowas aufs Tapet bringen? In Kopenhagen, in Cancun, in Durban steht davon nichts auf der Tagesordnung. Warum? Ja, weil die Amerikaner nicht wollen. Und die Amerikaner, die bestimmen ja immer das Geschehen auf diesen Konferenzen. Die sagen einfach, ja, wir haben einen einstimmigen Senatsbeschluss, dass wir nur dann weitergehen können, wenn die großen Entwicklungsländer mitmachen. Dann sagen die Entwicklungsländer, nee, das ist jetzt erstmal die Aufgabe des Nordens, das haben sie schon in Kyoto gesagt. Und dann sagen die Europäer, ja, also wir haben doch schon ganz viele Vorleistungen gemacht. Und jetzt können wir nicht noch weitergehen, wenn die Amerikaner nicht mitmachen. Und damit ist das Pad perfekt. Es ist also jetzt schon vorprogrammiert, dass auch in Durban nichts herauskommen wird. Dass sie dort also das Kyoto-Protokoll begraben werden oder irgendwo eine Art von Scheinlebendigkeit noch völkerrechtlich
erzeugen, aber es hat dann keine Wirkung mehr. Das Einzige, was dort rauskommen wird, ist Geldversprechen des Nordens gegenüber dem Süden. Wir helfen euch bei der Anpassung an die Klimaveränderung und vielleicht ein bisschen bei der Effizienz und erneuerbaren Energien. Aber erstens werden die Versprechen nachher nicht eingehalten und zweitens ist das ja nicht das Thema. Das Thema ist, dass wir im Norden die Dekarbonisierung, die Verminderung der CO2-Intensität wirklich betreiben. So, also wir brauchen weltweit eine CO2-Minderung von 80-90%. 90% für Länder wie Deutschland, weil wir schon so viel verbraucht haben, und 80% im Weltdurchschnitt. Wie soll das gehen? Da gibt es drei Möglichkeiten. Weniger CO2 in der Energie, weniger Energie im Wohlstand oder weniger Wohlstand. René Röspel und ich wissen, dass es politisch ein bisschen schwer zu verkaufen ist, dass wir weniger Wohlstand kriegen. Also konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die ersten beiden Zeilen. Wie sieht das aus? Und da gibt es natürlich das, was wir so immer in der Presse lesen darüber. Also weniger CO2 in der Energie, das kann sich jeder vorstellen. Er kann es zwar technologisch nicht ganz nachvollziehen, aber er kann es jedenfalls aussprechen, sagen, das wollen wir. Und vielleicht 10% weniger Energie im Wohlstand, also ein bisschen Effizienzgewinne, ein bisschen Kreditverbilligungen für Häusersanierung und so, 10%. Und 10% weniger Wohlstand, das halten wir vielleicht auch aus, da hören Sie Herrn Miegel oder andere, die sagen, ja, das müssen wir eben machen. Und das ist so die konventionelle Denke. Und das war im Übrigen auch das kräftigste Argument der Atomlobby dauernd. Aber das ist ja nun weg. Ja, wie soll das eigentlich gehen? Jetzt redet man gerne über CCS, Carbon Capture and Storage. Also das CO2 chemisch abfangen und dann im Boden vergraben. Das ist eine Geldvernichtungsmaschine im ganz, ganz großen Stil. Die Kohlelobby mag das natürlich sehr gerne, weil sie sagen, ja, das habt ihr doch bei klassischen Luftschadstoffen auch gemacht. Wir machen einfach weiter wie bisher und dann fangen wir das hinten ab und vergraben es irgendwo oder machen es unschädlich. Also abgesehen davon, dass niemand so genau weiß, wie lange das Zeug da unten bleibt. Aber nehmen wir mal an, dass das alles lösbar wäre. Es vernichtet Werte und schafft außer Klimaschutz keinerlei ökonomischen Wert. Ich halte das für einen Blindgänger. Oder wie ist es mit Bioenergie? Jetzt sehen wir überall in Deutschland riesige Maisplantagen. Werden immer mehr. Übrigens auch noch subventioniert. Oder in den Tropenländern gigantische Palmölplantagen. Also die letzten Refugien der Orang-Utans. Und das geht mit einer rasenden Geschwindigkeit weiter. Wer das als ökologisch heilig verkauft, der hat nichts von Umwelt verstanden. Ja, und wie ist es mit den Lieblingen? Photovoltaik, wunderbar. Jetzt haben wir eine flughafengroße Photovoltaikanlage in Waldpolenz in Sachsen. Ja, wunderschön. Und Windräder, wunderbare Nachbarn. Wasserkraft, in Europa total ausgelutscht. In China gibt es dann noch immer das eine und andere mehr. Jedes Mal ein Riesenkonflikt. Und wie ist es mit Geothermie? Ja, wir können Löcher bohren, so tief wie die Zugspitze hoch ist. Und gucken, was da rauskommt. Ich sage nicht, dass das technisch unmöglich ist. Und ich war auch ganz stolzer Mitbeteiligter zusammen mit René Röspel bei unserem EEG. Das war eine großartige Geschichte. Aber das hat nur funktioniert, solange es, also gut, ökologisch gut, funktioniert, solange es irgendwo quantitativ im Rahmen blieb. Und jetzt müssen wir eine kleine Kalkulation machen. Nehmen wir mal an, wir würden die von uns selber proklamierten 20% CO2, erneuerbare Energien bis 2020 erreichen. Wir Deutschen schaffen das.
aber eben auch die Belgier und die Franzosen und alle möglichen anderen, bei denen es noch längst nicht so weit ist. Und zusätzlich die US-Amerikaner und Kanadier und Japaner, also sozusagen die alten Industrieländer. Das ist alles zusammengenommen vielleicht 1 Milliarde Menschen. Wie viel der Gesamtmiete ist dann eingefahren? 1/35. Denn es ist 1/5 von 1 Milliarde und die 1 Milliarde ist nur 1/7 der Weltbevölkerung. Also wenn wir die ganze Welt mit diesen neuen erneuerbaren Energien glücklich machen wollen, bei den heutigen Wohlstandserwartungen, müssen wir 35 Mal mehr von dem, was wir heute schon ökologisch zum Teil problematisch finden, machen. Ein richtiger ökologischer Albtraum. Also ich warne davor, dieses als die Lösung aller Lösungen zu verkaufen. Also, das gefällt mir nicht. Deswegen sage ich, viel attraktiver wäre weniger CO2 in der Energie, 30%. Das ist dann immer noch ungefähr eine Versiebenfachung der erneuerbaren Energien gegenüber unserem 20%-Ziel. Das ist immer noch ziemlich viel. Und daran sehen Sie, dass ich überhaupt nicht gegen erneuerbare Energien bin. Ich finde, die muss man durchaus kräftig ausbauen. Aber man muss Maß halten dabei. Und 2/3 der Miete, sage ich, fahren wir ein mit einer Erhöhung der Energieeffizienz, also weniger Energie im Wohlstand. Nur das kann sich keiner vorstellen im Moment. Da sagen alle, es ist doch alles längst ausgereizt. Wenn Sie so im BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie, sich umhören, sagen die, nein, wir tun sowieso alleine schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen alles, um die Energieeffizienz zu steigern. Und wenn ihr von der Politik als Besserwisser da auftaucht und ihr wollt noch mehr von uns verlangen, dann wandern wir aus. So ist doch die Rhetorik der deutschen Industrie. Und vielleicht 5% weniger Wohlstand. Na schön. Also ich sage, und da bin ich ganz ehrlich, das ist nichts weniger als eine Revolution. Eine neue technologische Revolution. Wir nennen das auch gerne einen Kondratjew-Zyklus, nach einem russischen Wirtschaftshistoriker, den Stalin nachher umgebracht hat leider. Und Josef Schumpeter, der Deutsche, der dann nach Amerika emigriert ist, hat, nachdem die den umgebracht hatten, gesagt, und zu Ehren von Kondratjew nennen wir jetzt die langweiligen Zyklen Kondratjew-Zyklen. So war das historisch. Und da gehören dann viele Dinge dazu, zum Beispiel Smart Grids. Das ist ja heute ein Riesenthema. Ich war neulich beim Verband der Elektroindustrie. Die schwärmen so richtig davon. Das ist auch sehr schön. Ich bin auch sehr dafür, dass man das macht. Aber das ist ein sehr kleiner Teil der Miete. Da ist von Effizienz eigentlich kaum die Rede, lediglich von der Verminderung des Spitzenstrombedarfs. Und das ist doch nicht das Ganze. Und im Übrigen, die rentable Vermeidung von CO2 geht sowieso eigentlich nur mit Effizienz. Das hat McKinsey schon vor 5 Jahren nachgewiesen. Ich habe gerade diese Woche in Helsinki mit dem Hauptautor von diesen McKinsey-Studien geredet und der sagt, sie seien gerade dabei, eine neue Studie herauszubringen. Da kommt aber im Prinzip genau das gleiche Ergebnis heraus. Effizienz kann man rentabel machen, während erneuerbare Energien und CCS, das ist ja ganz rechts oben, das sind sehr teure Angelegenheiten. Nun, dass eine revolutionäre Verbesserung der Produktivität möglich ist, physikalisch machbar ist, zeigt eine Rechnung aus einem Leistungskurs Physik. Jetzt müssen Sie alle Ihre Gedanken ankurbeln. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein 10-Kilo-Gewicht, also es ist jetzt vor allem an Schülerinnen und Schüler gerichtet. Claudius, passt auf. Sie haben also ein 10-Kilo-Gewicht und sollen das von Höhe des Meeresspiegels auf den Gipfel des Mount Everest hochheben. Wie viele Kilowattstunden? Schüler vor. Also wenn ich in Amerika diese Frage gestellt habe,
Ich habe da ja auch dann akademisch unterrichtet. Da bekam ich so Antworten, wenn die Leute mutig waren, in der Gegend von 500 Kilowattstunden. Wenn ich in Deutschland vor Physikstudenten rede, ja bitte? 80.000. Okay, gut. Ja, ist sogar noch mehr, als die Amerikaner verlangen. Und sonst in Deutschland kriege ich eher etwas bescheidenere Aussagen. Und die physikalische Antwort lautet eine Viertel-Kilowattstunde. Ja? Das ist unglaublich, was wir aus einer Kilowattstunde rauskitzeln können, wenn wir es nur wollen. Aber wir wollen es doch gar nicht. Wir wollen verschwenden. Das nennt man ein Lebensgefühl. Ein völliger Wahnsinn, der betrieben wird. Wir vergeuden die Energie ohne Ende. Und nachher sagen wir, wir haben einen riesigen Energiebedarf. Also da verhalten wir einzeln uns genau wie die deutsche Industrie und tun so, als sei das doch alles längst ausgelutscht. Es ist nicht wahr. Es ist physikalisch vollkommener Blödsinn und zwar um einen Faktor 100 falsch oder 1000. Also unser gesunder Menschenverstand sagt uns 100 oder 1000 Kilowattstunden, in Wirklichkeit brauchen wir nur ein Viertel. Das ist eine sehr dramatische Aussage, die ich hier mache. Merken Sie sich. Und das ist im Grunde die physikalische Basis für dieses Buch. Übrigens, du hast ja völlig recht, früher gab es das Buch Faktor 4. Es wurde auch ins Chinesische übersetzt. Da haben mir die Chinesen gesagt, das ist ein entsetzlicher Titel. Denn auf Chinesisch klingt das laut ausgesprochen wie Faktor Tod. Und du kannst doch nicht ein optimistisches Buch mit dem Namen Faktor Tod schreiben. Nenn es Faktor 8, denn 8 ist die Glückszahl. Die Chinesen haben es ja geschafft, ihre Olympischen Spiele am 8.8.2008 beginnen zu lassen und mit 8 Minuten Verspätung und haben deswegen jede Menge Goldmedaillen gekriegt. Das heißt also, da ist wirklich Zauber drin. Und dann habe ich aber gesagt, nee, also Faktor 8 traue ich mir nicht zu. Ich will ja wissenschaftlich seriös bleiben. Dann haben wir uns auf den Faktor 5 geeinigt. Und also es ist eine Fortsetzung der alten Story, nur ein bisschen ehrgeiziger, aktualisiert und vor allem politischer gedacht. Faktor 4 war politisch furchtbar naiv. Das liegt nicht nur an mir, sondern auch an meinem Freund und amerikanischen Co-Autor Emily Lovins. Der wollte von Politik eigentlich nichts hören. So, ein kleiner Schnelldurchgang. Also Emory Lovins, der soeben genannte, der konzipiert Autos, die brauchen so etwa 1,2 Liter pro 100, das ist sogar ein SUV. Und es sind natürlich Leichtbauautos, das sind Carbonfasern oder irgend so etwas. Und dann sehr elegante Motoren, Reibungswiderstand vermindert und so weiter. Das ist etwa ein Faktor 5, so gut wie die heutige Flotte. Oder die Passivhäuser. Meine Familie und ich leben jetzt in so einem Passivhaus. Christoph und Maria von Bodelschwingen kennen das Haus ja und wissen, es ist ein wunderschönes Haus. Und im bitterkalten Winter hatten wir praktisch keine Heizkosten. Weil es hat eine sehr gute Wärmeisolierung und dann eine Wärmeaustauscherbelüftung, sodass also die kalte Frischluft durch den Wärmetauscher praktisch mit Zimmertemperatur in die Wohnstube kommt. Aber Frischluft, nicht verbrauchte Luft. Und dann haben wir noch Solarenergie auf dem Dach und damit haben wir fast ein Plus-Energiehaus. Man kann auch Altbausanierung machen. In Deutschland ist es viel wichtiger, als Neubauten zu bauen. Unten sehen Sie das Thermogramm. Das heißt, vor der Sanierung hat das Haus im Wesentlichen die Umgebung geheizt. Ich habe mich besonders gefreut, als René mir erzählt hat, er hat jetzt sein Haus saniert. Nicht ganz nach Passivhausstandard, aber immerhin. Also dein Thermogramm sieht inzwischen viel besser aus als das da links. Gut, das ist übrigens eine Entwicklung von Wolfgang Feist, einem großartigen Techniker und Architekten in Darmstadt. Er ist inzwischen Professor in Innsbruck. Oder Zement. Heute denkt jeder, Zement ist Portland-Zement. Nein,
Portland-Zement ist eine Dinosaurier-Technologie. Nimmt man Kalkstein als Ausgangsmaterial und wahnsinnig viel Energie haut man rein, damit da Zement draus entsteht. Und nachher verlangen die Zementwerke ständig Sonderkonditionen für den Energiebezug. Ein völliger Unsinn. Man kann Abfallstoffe aus der Industrie nehmen, zum Beispiel Flugasche aus Kohlekraftwerken oder Hüttensand aus der Eisenherstellung als Ausgangsmaterial. Und schon braucht man nur noch ein Fünftel der Energie. Das ist übrigens besonders wichtig in China, denn etwa die Hälfte der Weltzementproduktion ist heute in China. Und die haben eine Menge Flugasche zur Verfügung. Oder die Leuchtdioden anstelle der alten Glühbirnen. Oder Erdbeerjoghurtlogistik. Hier am Wuppertal-Institut hatten wir eine wunderbare Mitarbeiterin, die Stefanie Böge, die mal ausgerechnet hat, wie viele Kilometer Lastwagen kreuz und quer durch Europa fahren, bis der Erdbeerjoghurt bei euch auf dem Frühstückstisch landet. 8000 Kilometer, das muss nicht sein. Das kann man also mit sehr viel weniger Transportintensität machen. Oder die Stadt- und Verkehrsstruktur. In Amerika habe ich immer gelitten wie ein Schwein, dass ich mich nicht fortbewegen konnte ohne Auto. Es geht nicht. Es gibt keine vernünftigen Busse und Bahnen. Für Radfahren sind die Entfernungen dann auch zu groß, wenn man da also Pendlerentfernungen von 50 Meilen, also 80 Kilometern hat. Das macht man nicht mit dem Fahrrad. Und also in Europa haben wir doch zivilisierte Städte wie in Kopenhagen oder das Viertel Vauban in Freiburg, da hat nur jede zehnte Familie ein Auto und genießen die Mobilität immer, wenn sie sie brauchen. Es gibt natürlich Carsharing und so. Also der Zugang zum Auto ist nicht schlechter als in Amerika, aber die Nutzungsnotwendigkeit ist viel geringer. Das ist der Unterschied. Und auf manche Flugreisen und so kann man völlig verzichten. Ich mache das manchmal in sogenannten Telepräsenzkonferenzen. Also die ganze eine Wand des Zimmers ist ein großer Bildschirm. Und da sieht man dann die Leute jenseits des Atlantik oder des Pazifik sitzen in genau der gleichen Möblierung. Darauf hat man sich vorher geeinigt. Und nach ein paar Minuten merkt man gar nicht mehr, dass da ein Ozean dazwischen ist. Und nach fünf Stunden oder so ist die Sitzung zu Ende und man hat keinen Jetlag. Also es ist wunderbar. Man spart so ungefähr einen Faktor 100. Ich gebe zu, bei Urlaubsreisen ist die Substitution nicht ganz so einfach. Wir sind froh, dass du heute original da bist. Ja. Oder Abwasser, Abwasserreinigung. Das ist ein tolles Gesellenstück der deutschen Wirtschaft. Das Wasser des Rheins wandert ungefähr 10-mal durch die Zivilisation, bevor es dann in Rotterdam ins Meer kommt. Und zwar immer mit den hohen Trinkwasserstandards. Das ist fantastisch. Das ist natürlich für Entwicklungsländer, die heute über Wassermangel klagen, die wichtigste Nachricht von dem ganzen Vortrag. Ein Aluminium aus Schrott statt aus Bauxit. Das ist etwa ein Faktor 10 in der Energie, im Energieverbrauch. Insgesamt wird heute viel zu viel gebaggert, viel zu viel neues, jungfräuliches Gestein rausgeholt, dann verarbeitet und mit einem riesen Energie- und Transportaufwand, meistens unter Zerstörung von ziemlich viel Landschaft, das sieht man da links. Demgegenüber haben insbesondere die Ostasiaten, die Japaner, die Südkoreaner und inzwischen die Chinesen erkannt, wir brauchen eine richtige Kreislaufwirtschaft. Die Japaner haben das schon etwas früher erkannt, aber die Chinesen haben vor 2 Jahren praktisch das gesamte japanische Gesetzeswerk ins Chinesische übersetzt und beschlossen. Ich leite ja dieses internationale Ressourcenpanel, haben eine Arbeitsgruppe über Metalle. Und die haben ausgerechnet, dass das Metallrecycling für die ganzen Hochtechnologie-Metalle, die wir immerfort brauchen, wo jetzt die Bundeskanzlerin extra in die Mongolei geflogen ist, um also seltene Erden zu kriegen und so. Die Recyclingraten von all diesen Metallen sind unter 1%. Also 99% der seltenen Erden und von Indium und Gallium und Lithium und was es so alles gibt, was wir verbrauchen, wandern bei uns im Müll und in den Müllöfen und nachher, wenn es gut geht, als Straßenbelag. Und dann ist es weg.
Und dann jammern wir, dass uns die Chinesen nicht genug seltene Erden verkaufen. Das ist moralisch krank. Ich bin dabei, mit dazu anzuregen, dass wir endlich ein Fraunhofer-Institut für Metallrecycling machen. Dass diese so durchaus abgreifbare Technik nun auch richtig in wirtschaftlich große Dimensionen bringt. Und wir sind ja 100% abhängig von Importen bei sehr, sehr vielen von diesen Hochtechnologiemetallen. Das ist ja der Grund, weswegen die Bundeskanzlerin das so wichtig nimmt. Und ich sage nicht, man kann alles mit Recycling lösen. Aber manches davon ist auch ganz lukrativ. In einer Tonne Handyschrott können etwa 50 Mal mehr Goldmoleküle sein, also in einer Tonne Golderz aus Südafrika. Das ist also schön, was rauszukitzeln. Hier in NRW gibt es natürlich immer die stromintensiven Industrien, die das politische Geschehen sehr stark beeinflussen. Aber auch bei denen gibt es Rieseneffizienzpotenziale. Roland Berger, die Unternehmensberater in München, haben jetzt gerade vor 2 Monaten eine Studie vorgelegt darüber, dass bei den stromintensiven Industrien mit einer Investition von 23 Milliarden ein Ertrag von 100 Milliarden rausgeholt werden kann. Das sind genau die Leute, die ständig jammern, wir haben längst alle Potenziale ausgeschöpft. Es ist einfach nicht wahr. Und trotzdem erpressen sie mit dieser dummen Behauptung ständig die Politik. Also das sind die 4 Hauptbereiche, davon gibt es eben vermutlich auch in Hagen das eine und andere. Und das sind die Effizienzzunahmen im Laufe von ein paar Jahrzehnten. Nun, jetzt wird es wieder etwas kritischer und auch philosophischer, wenn Sie wollen. Der Hauptgegner der Umwelt bei all diesen Effizienzsteigerungen ist der Rebound-Effekt oder das Jevons-Paradox. In der Vergangenheit war es immer so, wenn mehr Effizienz entstand, hat alsbald der Konsum so stark zugenommen, dass die ganzen Effizienzfortschritte wieder aufgefressen wurden. Das hat William Stanley Jevons schon vor 150 Jahren beschrieben, als er die 2 Generationen vorher, also Ende des 18. Jahrhunderts, entwickelte Dampfmaschine die Erzeugung von mechanischer Energie aus Kohle um größenordnungsmäßig einen Faktor 4 effizienter gemacht hat. Er hätte natürlich Lieschen Müller gedacht, jetzt wird der Kohlebedarf auf ein Viertel zusammenschnurren. Was ist passiert? Das exakte Gegenteil, der Kohlebedarf hat sich verzehnfacht. Warum? Weil es plötzlich so elegant war. Und plötzlich dachten wir, ja, Kohle ist ja wunderbar, da können wir ja tolle Sachen daraus machen. Das ist das Jevons-Paradox. Und das gilt auch heute noch. In den USA hat man nach der Ölkrise der 1970er Jahre sich richtig mächtig angestrengt, die Energieeffizienz zu verbessern, hat das auch geschafft. Also die Energieintensität ist runtergegangen. Da hätte man jetzt denken können, jetzt nimmt auch der Strombedarf ab. Nein, er ist gewaltig nach oben gegangen. Allerdings muss man sagen, dieses Phänomen und ganz analog die Geschichte mit der Kohle in England ist zu einer Zeit geschehen, als im 19. Jahrhundert Kohle und jetzt im 20. und Anfang 21. Jahrhundert der Strom furchtbar billig war, sodass das Verschwenden eigentlich niemanden ernsthaft auf die Kasse gedrückt hat. Übrigens, da rechts ein kleiner Hick, also der gelbe Linie ist ein bisschen ungeschickt, aber Sie sehen, da am Anfang ist der Energieverbrauch raufgegangen, dann ist ein kleines Stück runtergegangen zwischen 1978 und etwa 1981. Das war die Zeit, wo Strom plötzlich teurer war. Da ist es runtergegangen, sonst ist es wieder raufgegangen. Es ist eine preisabhängige Geschichte. Der Rebound-Effekt zwingt uns zu neuem Denken bei staatlichen Eingriffen. Mit Einzelregulierungen schaffen wir immer mehr Bürokratie. Wie wäre es denn mit einer Erdbeerjoghurt-Transportintensitätsbegrenzungsverordnung?
Dann kriegen wir das doch alles hin. Und die ganzen anderen Beispiele, die ich gezeigt habe, können Sie für jedes 10 bis 20 Verordnungen machen. Nur, wer will das dann bezahlen und kontrollieren? Das ist der helle Wahnsinn. Nein, das Preissignal ist unvergleichlich viel effizienter und unbürokratischer. Es geht letzten Endes um ein Umdenken bei der Produktivität. Also die Arbeitsproduktivität, das ist ja die Geschichte der industriellen Revolution, hat sich etwa verzwanzigfacht. Eine tolle Geschichte. Jetzt geht es darum, die Ressourcenproduktivität erstmal zu verfünffachen, dann irgendwann zu verzehnfachen und wenn wir uns wieder 150 Jahre Zeit nehmen, vielleicht zu verzwanzigfachen. Nur, aufgepasst, die Arbeitsproduktivität hat sich in jedem Jahrzehnt der Geschichte und in jedem Land der Erde ziemlich parallel entwickelt zu den Bruttolohnkosten. Das war ein Ping-Pong. Steigt die Arbeitsproduktivität durch irgendwelche technischen Fortschritte, dann können die Arbeiter höhere Löhne durchpauken. Das sei ihnen gegönnt. Werden die Löhne höher, steigt der Rationalisierungsdruck. Dann können sie wieder höhere Löhne durchpauken. Und so, Ping-Pong, Ping-Pong, ging es 100-mal hin und her. Und am Ende eine Verzwanzigfachung der Arbeitsproduktivität. Das heißt, durch dieses Ping-Pong ist wahnsinnig viel Wohlstand erzeugt worden. Eine tolle Geschichte. Aus der müssen wir jetzt aber lernen. Denn bei den Ressourcen haben wir ein völlig anderes Phänomen. Die sind immer billiger geworden. Das heißt also, der Anreiz, die effizient einzusetzen, hat im Durchschnitt der Geschichte immer abgenommen. Da gibt es ab und zu mal eine große Aufregung, zum Beispiel während der Ölkrise 1970er Jahre. Oh, wir müssen unbedingt sparen und so. Und das ist auch jetzt wieder der Fall. Aber das ist sofort vergessen, wenn die Bagger wieder genug rausgeschaufelt haben. Und selbst bei Öl, es gibt ja ganz viele Leute, die jammern über Peak Oil. Das heißt also, dass irgendwann das Öl nicht mehr da ist. Aber was meint ihr, was dann kommt? Dann kommt das Fischer-Tropsch-Verfahren, um aus Kohle Öl herzustellen. Das wusste man schon in der Nazi-Zeit. Und ich habe ungefähr ausgerechnet mit amerikanischen Experten in diesen Fragen, dass man für ein Fass Öl aus Kohle unter Annahme einer Verdoppelung der Kohlepreise Öl zum Preis von etwa 70 Dollar pro Fass kriegt. Der einzige Grund, weswegen das jetzt nicht großtechnisch passiert, ist, dass die Investoren denken, ja, also die Gewinnmargen sind noch nicht so toll und im Übrigen, wer weiß, vielleicht wird das Öl ja wieder billiger, wenn die Brasilianer da aus der Tiefsee genug rauspumpen, dann kriegen wir vielleicht auch wieder einen Käufermarkt. Kann ja sein. Das ist der einzige Grund. Das ist kein chemisch-physikalischer Grund. Das ist ein rein ökonomischer. Und dann haben wir nochmal 200 Jahre oder so billiges Öl auf Kohlebasis. Nur fürs Klima ist es ja noch viel schlimmer. Öl ist ja noch Gold im Vergleich zu Kohle. Also, die Märkte erzählen uns überhaupt nichts über Klimaschutz. Ganz wenig über die letztendlich verfügbaren Ressourcen, die schwindeln uns ganz grob an. Also müssen wir das politisch korrigieren. Die Märkte sind zu doof dafür. Und die Idee, die seit Ronald Reagan ja staatstragend und weltbestimmend ist, dass man den Märkten nur alles überlassen muss, ist völlig absurd, wenn man ernsthaft über Klimaschutz nachdenken will. Also, der Staat muss da eingreifen. Ich habe, als ich Co-Präsident einer Arbeitsgruppe im sogenannten China Council war, for Economic Instruments for Energy Efficiency and the Environment, diese Idee entwickelt, dass wir die Erfolgsgeschichte der industriellen Revolution mit den Löhnen nachmachen mit Energiepreisen. Dass wir eine Art von Korridor bestimmen, nach welchem die Energiepreise jetzt raufgehen, immer in Parallelität zu den dokumentierten Effizienzgewinnen.
sodass man also monatlich nicht mehr ausgibt für Energiedienstleistungen. Und dann macht man trotzdem aus sozialpolitischen Gründen, das musst du dir merken, einen Sockel für die Armen im Volk, weil der technische Fortschritt bei den Reichen etwas früher ankommt als bei den Armen. Das ist nämlich unfair für die Armen. Aber das ist in Ordnung, das kann man ja machen. Die Südafrikaner haben genau das gemacht, das nennen sie Lifeline, also die Minimumverbräuche für Wasser und Energie, die sind billig. Und erst dann wird es teuer. Also, das ist die Idee. Also, parallel zu den Effizienzgewinnen. Strategie heißt auch, gegebenenfalls Preise zu senken, wenn die da oben anbumsen, an die oberen Korridorrand, damit man Stabilität für die Investoren hat und auch für uns. Wir brauchen im Übrigen vor hohen Energiepreisen eigentlich keine Angst zu haben. Die Japaner hatten Angst vor was ganz anderem Mitte der 70er Jahre, nämlich vor ihrer hohen Energieimportabhängigkeit. Was haben sie gemacht? Eine gute und eine schlechte Sache. Die schlechte war, viel zu viele Atomkraftwerke auflegen. Und die gute war, die Energie teurer machen. Das hat dazu geführt, dass sie bei sich im Binnenland weniger Energie verbraucht haben und deswegen weniger Geld nach Saudi-Arabien verschiffen mussten. Und das war gut für Japan. Und dann sind zwar ein paar Dinosaurier aus der Industrie ausgewandert, also Aluminiumschmelzwerke und so, und stattdessen haben die riesige technologische Fortschritte gemacht, zum Beispiel die Digitalkamera. Vorher war das ja alles analog und ziemlich clumsy und haben ein riesen Geschäft gemacht. Nach 5 Jahren oder so war das Geschäft mit digitaler Bildgebung 10-mal so wertvoll wie das Geschäft mit Aluminiumschmelzen. Oder Keramik. Keramik war damals, Anfang der 70er Jahre, eine ganz altväterliche Technologie. Das war so Töpferei und so Sachen. Oder Isolatoren für Hochspannungsleitungen. Das nannte man damals Keramik. Was haben die daraus gemacht? Die haben Hightech daraus gemacht. Heute gibt es kein technisches Gerät mehr wie so ein Computer, ohne dass man da irgendwo japanische Keramik drin findet. Ebenfalls nach kürzester Zeit viel größeres Geschäftsvolumen als diese ausgewanderten Dinosaurier. Oder sie haben den Shinkansen gezeigt. Ich habe, glaube ich, das Bild heute nicht dabei gehabt. Also den Superschnellzug, 10 Jahre vor unserem ICE und ein fantastisches Vehikel. Und die 5. Computergeneration, die haben innerhalb von 15 Jahren mit Kalifornien gleichgezogen. Davor waren sie ganz hinterher. Also nach 15 Jahren Höchstpreispolitik war Japan an der Spitze der Wettbewerbsfähigkeit. Obwohl natürlich am Anfang der Industrieverband in Japan, der Keidan Ren, genauso gejammert hat, wie das der BDI hier tun würde, das ist das Ende der japanischen Industrie. Wir kennen ja diese Rhetorik. Aber es ist falsch, wenn man es richtig macht. Und der Vorschlag, den ich da mache, ist viel weniger brutal als das, was die Japaner damals gemacht haben. Natürlich können wir schon heute handeln. Die Uni Hagen kann das ja tun und ich habe mit großer Freude in einer E-Mail gelesen, dass es hier eine Initiative junger Mitarbeiterinnen gibt, die genau dieses vorhat. Ist da jemand da, der sich jetzt angesprochen fühlt von der Arbeitsgruppe? Ja, also meine Verneigung. Großartig. Nur, euer Erfolg würde ja gigantisch verstärkt, wenn unser Land oder die EU endlich auf einen Pfad der ökologischen Preispolitik einschränken würde. Dann würden nämlich eure gegenwärtigen ökonomischen, betriebswirtschaftlichen Gegner plötzlich auf eurer Seite sein. Das wäre eine völlig andere Welt. So, wo wären denn die Gewinner und die Verlierer einer ökologischen Preispolitik? Ich würde sagen, alle hier im Raum sind Gewinner. Das sage ich jetzt mal ganz dogmatisch. Es sind wahrscheinlich relativ wenige Fernlastwagenfahrer mit dabei. Also Sie könnten leiden. Also erinnern Sie sich, was ich da über den Erdbeerjoghurt erzählt habe. Das kann dann natürlich nicht mehr funktionieren mit 8000 Kilometern. Das wird einfach betriebswirtschaftlich unterbunden. Und Flugzeug wird auch jedenfalls nicht mehr solche Wachstumsraten haben. Grundstoffindustrie, wenn sie nicht dazulernt. Grundstücke fern vom ÖPNV, das gibt es in Deutschland ja fast nicht, aber es gibt es doch einige. Und dagegen alles, was hier im Raum versammelt ist, sind auf der Gewinnerseite. Und dann geografisch, Gewinner, das
es ist also Europa, Ostasien, die rohstoffarmen Entwicklungsländer. Und Verlierer, das sind die Länder, die hier rot gezeichnet sind. Also die üblichen Verdächtigen, USA, Kanada, Australien und Russland. Und ich nehme an, dass wir eine Allianz der Gewinnerländer machen könnten. Auch für die vorhin vorgeschlagene Idee der pro Kopf gleichen Emissionsrechte. Denn dann haben wir die Entwicklungsländer alle auf dem Boot. Dass Europa, Ostasien und die rohstoffarmen Entwicklungsländer, das ist zusammen über 90% der Weltbevölkerung. Nun, ich komme langsam zum Schluss. Nicht nur wegen Klima, finde ich, sollten wir Front machen gegen die Dominanz der angloamerikanischen Denkweise. Denn deren Grundvorstellungen von Ökonomie, Staat und Menschenbild kommen mir krank vor. Dazu eine kleine Ahnengalerie. Thomas Hobbes, 17. Jahrhundert, sagte, ja, der Mensch ist von Natur aus eine egoistische Bestie. Und da brauchen wir eine Diktatur, er nannte es den Leviathan, und er muss diese Bestien zähmen. Keine wahnsinnig attraktive Idee, aber man muss zur Ehrenrettung der Briten sagen, Kontinentaleuropa hat damals so ähnlich gedacht. Das war die Zeit des Absolutismus. Da gab es einfach solche Herrscher. Und dann kam die große Befreiung durch Adam Smith. Der hat gesagt, natürlich sind das Bestien, aber der Markt kann die Bestien zähmen. Das ist doch viel angenehmer. Das ist doch viel freiheitlicher. Und er hatte ein gutes Stück Recht. Nur er war noch ein vernünftiger und ausgewogener Mann. Er hat gesagt, selbstverständlich müssen wir dem Markt einen ganz festen Rahmen geben. Denn es gibt bestimmte Dinge, die kann der Markt einfach nicht. Zum Beispiel Volksbildung oder Hafeninfrastruktur. Das macht der Markt nicht. Er hätte damals auch schon Klimaschutz nennen können, das war nur damals kein Thema. Also, wir brauchen feste staatliche Rahmenbedingungen, damit der Markt segensreich sein kann. Also Adam Smith ist mit Abstand der Beste in dieser Ahnengalerie. Und dann, wieder 100 Jahre später, Herbert Spencer, Freund von Charles Darwin und Erfinder des Sozialdarwinismus. Der hat gesagt, ach, wir brauchen eigentlich überhaupt keinen Staat mehr. Es ist doch gut, wenn die Starken gegen die Schwachen kämpfen und dabei gewinnen, dadurch wird doch die Gesellschaft immer stärker. Das nennt man Evolution. Und über ihn gibt es die scheußliche Anekdote, er sei in New York zu Gast gewesen, lebte in Großbritannien und hat dort gesehen, wie also frisch eingewanderte Leute nichts zu beißen hatten und zu Hunderten oder Tausenden krepierten. Und dann habe er ausgerufen, we are the privileged observers of evolution at work. Ja? Das ist Sozialdarwinismus. Ich meine, wir Deutschen dürfen darüber nicht spotten, denn die Nazis haben ja ganz stark auf Herbert Spencer gefußt. Nur, wir müssen in der heutigen Ideologiegeschichte wissen, wo das Ganze herkommt. Auch wenn wir die Nazi-Tyrannei gedanklich überwinden wollen. Aber diese Denklinie hat eben nicht nur zum Faschismus geführt, sondern auch zur modernen Ökonomie. Milton Friedman oder Ronald Coase oder Gary Becker und all diese Leute, die wahrscheinlich mit Recht den Nobelpreis gekriegt haben, auch wie jetzt letzte Woche wieder zwei von der Sorte, und deren Grunddogma lautet, der Staat ist ineffizient, der Markt ist effizient, also lassen wir doch alles dem Markt. Und das war dann auch die Grundphilosophie für den sogenannten Washington-Konsens, der also viele Entwicklungsländer in bittere Armut zurückgestoßen hat und ist außerdem der Ideengeber für die Tea-Partys, die dem armen Präsidenten Obama das Regieren schwer machen. Um nicht zu sagen, ihn daran zu hindern. Es gibt im Übrigen große Nebenschäden für die Ungleichheit. Darüber gibt es ein wunderschönes Buch, The Spirit Level, das heißt wörtlich übersetzt die Wasserwaage. Und auf Deutsch ist es dann übersetzt worden mit dem etwas irreführenden Titel Gleichheit ist Glück. Und da drin sind 30 Bilder von dieser Art. Korrelationen zwischen Ungleichheit von links nach rechts aufgetragen
und allen möglichen anderen Dingen wie Schulabbrecherquoten, Gefängnisinsassen oder in diesem Fall Geisteskrankheiten von unten nach oben. Und siehe da, überall positive Korrelationen. Auch das Misstrauen von Menschen untereinander wächst mit der Ungleichheit. Das ist nun nicht so wahnsinnig überraschend. Aber wenn wir eine Art von solidarischer Gesellschaft wollen, wo auch Gruppenkraft dazukommen kann, statt immer nur Einzelleistungen, dann ist das in einer total ungleichen Gesellschaft praktisch nicht zu machen. Das heißt also, auch dieses müssen wir berücksichtigen. Damit bin ich am Ende und sage vielen Dank.